Ja, hallo, liebe Dorstner. Mein Name ist Hans Schuster von der Firma Night Affairs. Wir gestalten auch dieses Jahr wieder zusammen mit der Familie und der Firma Schlotmann mit Unterstützung der Vereinten Volksbank dieses Jahr das Herbst- und Heimatfest. Starten werden wir am 30. September. Weiter geht es dann am 1. bis zum 2. Oktober in der Dorstner Innenstadt, in allen umliegenden Straßen und natürlich maßgeblich auf dem Marktplatz. Auf dem Marktplatz mit der großen Vereinte Volksbank Bühne. Da werden wir einiges präsentieren, freitags in Verbindung mit dem Feierabendmarkt, der diesmal zum Herbst- und Heimatfest vor St. Agatha und rund um St. Agatha stattfindet. Direkt daneben auf dem Marktplatz, auf der Marktplatzbühne, werden wir das Dorstner Urgestein, die Florians, präsentieren, die den ganzen Abend für euch rocken und poppen werden. Wird ein toller Abend, wird eine musikalische, tänzerische Spaßnacht, und da würden wir uns freuen, wenn viele dabei sind, mit uns feiern, mit uns tanzen. Samstag tagsüber geht es mit ganz vielen Programmpunkten weiter, verschiedene Aufführungen, verschiedene Tanzshows, verschiedene Interviews haben wir auf der Bühne, und abends bis nachts wollen wir gerne ausklingen mit einer schönen Party mit allen Dorstnern gemeinsam in der guten Stube auf dem Marktplatz. Sonntag dann der altbekannte Hollandmarkt. Und dementsprechend auch über alle Tage viele verschiedene Händler, die dabei sind, die bei dem Fest viele verschiedene Dinge anbieten, von Essen, Trinken, natürlich aber auch ein bisschen was zum Shoppen. Sonntag mit dem verkaufsoffenen Sonntag, wo ab 13 Uhr alle Geschäfte der Dorstner Innenstadt geöffnet sein werden. Ja, die Aktionen ziehen sich durch die gesamte Innenstadt bis hin zu den Merkaden. Seid dabei, kommt vorbei und belebt Dorstens gute Stube, den Marktplatz. Und erlebt ein tolles Herbst- und Heimatfest mit uns. Sonntags noch zu erwähnen, die Heimatvereine auf dem Platz der Deutschen Einheit, organisiert von der Stadtinfo und der Stadt Dorsten. Auch da wird viel zu sehen sein, gerade auch viel Kinderprogramm. Bringt die ganze Familie mit, schaut es euch an. Wir freuen uns auf euch.